einen neuen Plan. Es gibt da so eine alte Tiertrainingsmethode. Zuerst beruhigt man das Tier, indem man Blickkontakt aufbaut und mit ihm mit sanfter Stimme spricht. Sieh mir in die Augen. Das versetzt das Tier in einen tiefen Entspannungszustand. Wenn man spürt, dass das Tier entspannt ist, schließt man ganz langsam seine Augen. Das Tier wird dann das Verhalten nachmachen. Ab diesem Moment wird es alles machen, was man ihm sagt, weil es weiß, dass man ab jetzt der Boss ist. Gouverneur! Ich fürchte, dass wir dieses Problem nicht alleine lösen können. Wir sollten jemanden um Hilfe bitten. Ja, und zwar jemanden mit ganz viel Erfahrung, der sein ganzes Leben mit Pferden verbracht hat. Oder jemanden, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, ein Pferd zu sein. Dein Dad hat doch immer gesagt, dass Pferde voneinander lernen. Richtig, so wie die Affen, die immer alles nachmachen, nur mit Pferden statt Affen. Und mit Hafer statt Bananen. Tut mir leid, Spirit, aber Boomerang und Chicalinda sind etwas zahmer als du. Also, Gouverneur, du musst nur Chicalinda und Boomerang zusehen und tun, was sie tun. Ganz einfach. Siehst du? Langsam hinterhergehen. Und jetzt du. Hey! Komm schon! Jetzt bewegst du dich? Juhu! Mädels! Neuer Hutalarm! Und Mystery hat auch einen bekommen. Und was für einen Unsinn treibt ihr da? Wir wollen Gouverneur beibringen, wie sich gut erzogene Pferde benehmen. Meine Güte, wir würden euch da liebend gern helfen. Hab ich recht, Mystery. Komm, Mystery. Zeigen wir ihm mal alle Kunststücke, die wir können. Zeigen wir Gouverneur, wie man sich verbeugt. Man weiß ja nie, wann man eine Königin trifft. So kann man doch auf gar keinen Fall eine Königin begrüßen. Wir müssen weiter. Ich kann einfach nicht zulassen, dass Mystery sich so ein unangemessenes Verhalten ansehen muss. Ganz zu schweigen davon, wie sehr mich das stört. Ah! Unsere Hüte! Du Biest! Oh nein, Gouverneur! Tut uns leid, Maricella. Wir kommen später wieder, damit du jemanden hast, auf den du sauer sein kannst. Gouverneur. Keine Angst, mein Kleiner. Sei ganz ruhig, Gouverneur. Gouverneur, sieh mir in die Augen. Abigail, weißt du auch sicher, was du da tust? Keine Sorge. Ich schlaf nicht noch mal ein. Gouverneur? Gouverneur! Okay? Vorsicht! Ich glaube schon. Wahrscheinlich kriege ich eine Beule am Kopf. Du meine Güte! Ich habe nicht gesehen, was los war. Du hättest verletzt werden können. Er hat recht.